Hallo Laurent, willkommen beim LAC. Alle für einen, einer für alle. Merci beaucoup. Salut, je m'appelle Paul. Je te souhaite un bienvenue à LAC, Laurent. Au revoir. Merci, Paul. Salut, je m'appelle Paul. Je te souhaite un bienvenue à LAC, Laurent. Eins, zwei, drei. LAC, Liga! Great. Sein Erfolg kennt wohl kein Ende. Der Himmel ist nur die Grenze. Weltmeister mit 19 Jahren. Die meisten seinem Alter kommen nicht mal klar. Kindheit dunkel wie ein Keller. Jetzt strahlt sein Licht immer heller. Neymar kann wohl besser skillen. Ja. Exakt. Okay, hallo, ich bin Tom Winkler. Ich bin der 6. des LACs. Und wir sind heute am Deutsch-Wagram-Platz. Und ja, wir haben gleich ein Testspiel. Und ich bin ready. Elias. Mein Name ist Elias Warneck. Ich habe die Nummer 19. Wie Tom schon gesagt hat, wir spielen jetzt ein Testspiel gegen Deutsch Wagram, ASV Sparta. Auf dem Rasenplatz hinten. Und wir. Ja, schön. Und wir hoffen natürlich auf einen schönen Sieg. Und hoffentlich schieße ich auch wieder ein Tor. Und die Mannschaftsmoral soll natürlich auch da bleiben. Danke. Bitte, immer gerne. Aber MAP ist einfach schneller, 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 ey, ey, ey. MAP ist einfach schneller, 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 ey, ey, ey. MAP ist einfach schneller, 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 ey, ey, ey. MAP ist einfach schneller, 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 ey, ey, ey. MAP ist einfach schnell, weil ihn keiner hält. Hallo, wir sind hier gerade beim Deutsch bei der. Heute sind wir gerade bei der Deutschen Wagram. Und ja, heute spielt LAC gegen Deutsche Wagram. Sie werden da trainieren. Und danach werden sie gegeneinander spielen. Einer der besten Fußballer auf der Welt, unaufhaltsam, nur eiskalt, ja. Er ist 100-mal schneller als Hummels, Speedtag, man kann denken, er schummelt, ohne Fußball wäre sein Leben. Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir beim Wagram-Platz. Und dahin Deutsch Wagram-Platz. Und da hinten sehen wir LAC aufwärmen. Heute spielt Laurent als im Feld und das spielt sehr toll, damit er sich auch im Tor und im Feld verbessert. Und in der zweiten Halbzeit spielt er dann im Tor. Ich hoffe, wir LAC gewinnt heute und die sind gut vorbereitet. Dunkel, doch da ist Licht an dem Ende des Tunnels. Um FIFA zu kaufen, da braucht er keinen Para, denn er ist selbst ja der Star auf dem Cover. WM-Sieg mit 19, das ist viel zu krass, Mann. Etwas, was Ronaldo noch nicht mal geschafft hat. Einen Gewinn gibt's nicht ohne des Kampfes. Mbappé, ein Idol seines Landes. Er wird der Star sein bei dieser WM und es wird dann schon wieder um Titel. Hallo Leute, ich bin hier gerade. Deutsch Wagram Platz und ich werde gleich mich aufwärmen. Ich spiele heute als Spieler und danach auch als Tormann. Und ja, viel Glück. Today I'm playing at Deutsch Wagram as a player. Then later I'm going to play as a goalkeeper. And well, wish me good luck. Bye. Held ist einer der besten Fußballer auf der Welt. Unbesiegbar in FIFA. Okay, Jungs, wie fandet ihr so das Spiel heute? Jungs, beginne ich? Ja, mach du. Also, super Spiel. Wir sind schwache Gegner, aber trotzdem ein Testspiel für uns alle. Zwei Tore sind natürlich immer gut. Und wie war dein Eindruck, Berti? Also, ich fand das Spiel eh solide gespielt. Manchmal hatten wir ein paar heikle Chancen, also nicht so gut verteidigt, aber vorne haben wir sehr super gespielt. Und der Lambert hier hat auch mal seine Chancen genutzt. Ja. Jungs, erste Halbzeit, ich sag dazu nichts. War gut, war sehr gut. Gegner waren, ich glaube, wie 4-0 in 10 Minuten. Danach ein bisschen hingeplätschert und danach, ja, zweite Hälfte war ich im Sturm wieder der Beste. Also, erste Halbzeit haben wir klar dominiert. Zweite Halbzeit auch, aber hätte besser gehen können. Wir haben leider nicht all unsere Chancen genutzt, aber wir haben gut gespielt. Okay, danke, Jungs. Laurent, du bist...
Sein Erfolg kennt wohl kein Ende. Der Himmel ist nur die Grenze. Weltmeister mit 19 Jahren. Die meisten seinem Alter kommen nicht mal klar. Kindheit dunkel wie ein Keller. Jetzt strahlt sein Licht immer heller. Neymar kann wohl besser skillen. Ja, aber MAP ist einfach schneller. Hi Laura, was kannst du zum heutigen Match sagen? Ja, wir waren in der ersten Halbzeit viel, viel, viel besser. Wir haben mehr Torchancen bekommen, hatten noch mehr Torchancen. Und ja, zweite Halbzeit war nicht so gut. Aber trotzdem, wir haben kein Tor kassiert. Also ist alles ein gutes Spiel gewesen. Und ja, ciao. Ihr habt stark gespielt. Ciao. Ja. Schneller, schneller, ey, ey, ey. MAP ist einfach schneller, 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 ey, ey, ey. MAP ist einfach schneller. MAP ist einfach schneller. Ihr schenkt mich auch. Der Schiedsrichter wird jetzt anfangen. Das Spiel beginnt. Er lässt hier. Schaut in die Mitte. Er dribbelt. Und der Ball. Die Gegner haben den Einwurf. Ah, die letzten. Nein, Ecke. Gefährlich. Hoffentlich wird jetzt ein Tor von den Ecken. Und er schießt. Ein Kopfball in die Ecke und der Ball hat ihn abgewehrt von Deutschland. Jetzt gibt es wieder eine zweite Ecke. Hoffentlich ist der jetzt drin. Und jetzt schieße. Ja! Super! Und jetzt spielt der Latte mit dem ersten Tor. Die Gegner haben jetzt den Anstoß. Jetzt hat Ella wieder einen Angriff. Er spielt nach vorne zum Stürmer. Und er schießt. Ja! Und es steht 2-0 für LAC. Super. Stürmer hat ein Tor geschossen. Jetzt haben die Gegner wieder einen Anstoß. Ich habe jetzt einen Gewinn. Er passt wieder auf die Seite. Jetzt greift Laurent. Und Laurent den Ball. Super. Jetzt hat der Gegner ihn wieder und draußen. Jetzt gibt es einen Wurf für LAC. Er schießt nach vorne, Kopfball. Ganze Jahre. Und er lässt. Er schießt und Tor! 3-0! Super! Ja. Und ja, es ist ein Elfmeter. Da wird sicher reingehen, hoffentlich. Foul. Achso, ja. Da muss jetzt reingehen. Ja! 4-0! Ja! Jetzt haben die Gegner wieder den Anstoß. Welche Nummer hat es geschossen? Die Nummer 10 hat das Tor geschossen. 17. Ja, 17. Er kommt mit einem Kopfball. Die Gegner haben den Ball. Jetzt greift der LAC aber richtig an. Die Gegner haben den Ball. Kriegst du. Und jetzt geht LAC ran. Die Gegner bekommen aber noch den Ball. Wir passen hin. Und der Stürmer läuft hin und er läuft und er läuft. Der Torwart hat es geschafft, Ruhe zu packen. LAC holt sich gleich den Ball. Die Gegner haben den Ball, ja. Die Nummer 10 hat den Ball. Der passt nach vorne ein bisschen zu weit und jetzt schießt der Torwart ihn. Yeah.
Sie macht den Kopfball nach vorne. Und die Nummer 10 hat den Ball. Nach vorne schießt. Und dann ist er da. Wie viele? Jetzt steht es 5-0. Er schaut und er lackt den Ball, er rollt den Ball. Und was macht er? Er wird gefoult. Jetzt gibt es einen Freistoß für LAC. Danke, Simon. Kopfball. Leroy hat den Ball nach vorne geschossen. Nochmal Kopfball. Und Kopfball, ja. Jetzt Kopfball. Richtig dran hat sie den Ball. Er läuft. Loro läuft. Oh. Weiter. Sehr knapp, sehr knapp. Oh mein Gott. Ja! 6! Mann, warum? Es ist 6-0 für LAC. Spiel geht weiter, war nur eine kleine Pause. Viel Ruhe. Die Gegner haben den Ball. Anton, Chilik, Alicic, Mili. LC, Nummer 7, macht den Einwurf. Oh. Komm da! Er passt wieder nach vorne. Er rennt, Oh, knapp. Und Schuss. Und oh, knapp. Erste Halbzeit ist zu Ende. Ja, ich bin Spieler gewesen und ja, wir führen 6-0 oder 5-0. And we played first half. It's 5-0 for us. And of 6-0. And yeah, it was a pretty good match. Now I'm going to be at the ball. Okay. Hallo Leute, wir sehen uns bei der zweiten Halbzeit. Das Match geht gleich weiter. Diese Halbzeit ist Leroy im Tor. Und nicht vergessen, abonnieren und liken. Zweite Halbzeit beginnt in Kürze. Die zweite Halbzeit beginnt jetzt. Jetzt wurde es angepfiffen. So. Die Gegner haben jetzt den Anstoß. Jetzt wieder mit Leroy im Tor. Und die Gegner haben den Ball. Er spielt in die Mitte. Spielt auf die Seite und mit einem Angriff. Aber LAC holt sich den Ball. LAC spielt auf die rechte Seite und spielt nach vorne. Jetzt sollte es eine Chance geben. Spielt nach vorne und es gibt einen Wurf für LAC. Der Gegner schützt den Ball. Und der Gegner kommt. Und Loro schafft es! Super! LAC hat den Ball. Der Gegner hat den Ball. Und ja! Super, Loro hält ihn. Okay, LAC hat den Ball. Er spielt sich an. Schaut, spielt zurück. In die andere Richtung, also auf die andere Seite. Loro spielt ihn zum Mitspieler. Der ist der Gegner aber schon da und der läuft nach vorne. LAC holt sicher gleich wieder den Ball. Und jetzt liegt ein Spieler auf dem Boden. Und Loro fängt ihn und spielt ihn schnell wieder auf die rechte Seite. Jetzt haben sie den Ball. Er hat den Ball wird von den Körper runtergefallen. Und der Gegner liegt auf dem Boden. Er schießt ihn aus und Loro hat den Ball. Kann ich schauen. Hey, aufpassen,
Ist doch aber alles fair. Es gibt einen Buch gegen den Gegner. Hey Jungs, Jungs! Hey, zusammen, 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 zusammen! Komm! 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 Gegner mit dem Ball und Rock und Rasen, ja, hat ihn! Klar, natürlich! Was sind denn Nummer 5? Schau, Tom! Spielt ihn zurück! Jetzt sind die Nummer 10, klatschen ab und das ist jetzt das Tor. Leier. Dafür ist es noch nicht vorbei, die Chance. Sie können auch das letzte Tor machen. Und Kopfball. Und er kickt ihn ab und er schießt. Und der Ball gelangt zum Mitspieler. Jetzt. Dies ist aber ein Einwurf für die Gegner. Doch, das Spiel ist vorbei. LAC gewinnt heute beim heutigen Testspiel gegen Deutsch Vergramm 6:0. Herzlichen Glückwunsch.